Willkommen zurück bei Life ist gruselig. In diesem dunklen Flur. Glühwürmchen, okay. Oh, hier ist Licht an. Oh, ist wie schön. Hi, Taylor. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Keine Ahnung, ist mir and egal. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Was? Panikattacke? Jeez. Taylor actually seems concerned about Kate. Ja, auf einmal, ne? Hold to another universe. Das war doch auch beim Two Hails Diner. Hey, wenn man sich teleportieren konnte, war ja praktisch, nicht wahr? Kate probably won't want to look at these posters when she comes back. Sicherheit statt Reue. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen. Jetzt ist gerade keiner am Duschen und es steht auch keiner da drin. Okay, gut. Ne, funktioniert immer noch nicht. Sonst ist hier noch ein Spiegel. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Ja, das wäre eine schöne Genugtuung. Wetten, die trifft sich gerade mit Nathan. Oder mit irgendwelchen anderen zwielichtigen Menschen. Nein, ich glaube mit Nathan. Ich meine, das könnte schon stimmen. Das haben wir auch schon mal gesehen. Da zoomt sie nur rein. Und was mit dir? Praying for a fast recovery, Kate. Wir beten für eine schnelle Erholung, Kate. Pff, schnelle Besserung. Zum Herzchen. Oh Gott, Leute. Don't do that to me. Kate, just want you to know... du bist in unseren Gedanken, glaube ich. Mehr konnte ich gar nicht so lesen. Linke Maustaste. Oh, ich krieg so Kopfschmerzen, ey. Es passiert hier immer so viel, ne? Ich nehme ja noch immer am Stück auf. Ja. Das ist so Glühwürmchen. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. In front of the main hall. Aber natürlich, man kennt uns ja, ne? Wir gehen natürlich nicht direkt dahin, ne? Die ganze Episode im Dunkeln abspielen? Welcome to Sluts R Us. Schöner Wortwitz. Das sind komisch gefegte Blätter. Amazing. Wasserhahn. Ist. Warte mal, geh mal weg. Ah, da ist Pappe drüber. War das kaputt? Everywhere I go, I can see how I'm altering history. Big and small. Ah, ja, der Football. Der Mond ist auf jeden Fall normal. Die Sonne war ja vorher nicht mehr so ganz im Reinen mit sich selber. Immer schön umgucken. Ist da hinten irgendwas? Ah, da war der Tod im Pfahl. Warum stellt man sowas hier auf? Und die meisten scheinen tatsächlich schon zu schlafen. So ziemlich alle. Chloe, ja, gedulde dich doch mal. Mal gucken, wie weit kann ich zurück? Hallo? Oh Gott. Hurra, Frühstück, keine Emojis. Spät dran, Mama füttert dich, bla bla bla. Tut mir leid wegen Kate, hoffe dir geht's gut. Ich flipp aus wegen der Sonnenfinsternis. Finden wir raus, was los ist, zusammen. Das war ja schon ein Trailer. Oder im Epilog. Hey Supermax, wie geht's der Blackwell-Heldin? Die Heldin zittert immer noch. Wegen mir wurde Nathan Prescott suspendiert. Du bist der Boss. Keine Emojis. Hallo? Hör mal, etwas Merkwürdiges und Gruseliges geht in Blackwell vor sich. Es wird Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool? Ich muss dir was zeigen. Triff mich vorm Campus. Schwing die Hufe und zwar sofort. Max? Ist irgendwas los?
Hier war noch was Neues? Ach, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja, das stimmt. Direkt mal am besten bei den neuen Fotos gucken. Okay, das ist das Bild. Wir brechen anscheinend irgendwo ein. Schön zu wissen. Ah, ich hätte die Figur fotografieren können in Victorias Zimmer. Too late. Oh, und wie das Aquarium? Das habe ich doch schon letzte Episode gesehen. Ein Eichhörnchen mit Glühwürmchen. Zigarette gleich Tote und das andere ist jetzt noch nicht so ganz wichtig. Ich muss Chloe treffen. Und das hier lesen. Apropos Erwartungen. David Manson unterhielt sich heute mit mir, ohne ein Arsch zu sein. Achso, das hatte ich schon. Nächste Seite. Kate Marsh hätte sich fast umgebracht. Meine Hände zittern noch, aber ich muss das jetzt zu Papier bringen. Zu Beginn von Jeffersons Stunde stieg Kate aufs Dach des Mädchenwohnheims, um zu springen. Alle Schüler und Lehrer sahen ihr zu, als sei es ein Freiluftkonzert in Blackville. Wow, das hast du gemalt. Krass. Als hätte sie Flügel. Ich sah sie tatsächlich springen, konnte sie aber durch Zurückspulen wieder aufs Dach bringen. Ich strengte mich mehr an als je zuvor und hielt irgendwie komplett die Zeit an. Ich schaffte es aufs Dach, aber mein Kopf drohte zu platzen. Ich merkte, ich würde nicht mehr zurückspulen können, um Kate zu retten. Ich musste sie so zur Umkehr bewegen. Sie war schon so verletzt wegen dem Video und dem Mobbing, dass sie mir nichts glaubte. Und du siehst Filme, in denen Leute jemanden einen Selbstmord ausreden. Aber es ist ganz anders, wenn du diejenige bist, die das Reden übernimmt. Ich deckte alle Themen ab und Kate wäre trotzdem fast gesprungen. Klischee oder nicht, ich sagte ihr, wie sehr ihre Freunde und Familie sie lieben, auch wenn sie es nicht alle zeigen. Siehe das Wunder, Kate trat vom Rand zurück, lebendig. Ich hatte fast geweint. So viele Seiten? Ich weiß, es geht nicht um mich, aber ich gebe zu, es war ein tolles Gefühl, mit Kate vom Dach nach unten vors Wohnheim zu gehen. Wie gesagt, die gesamte Schule und die Polizei beobachtete uns in völliger Stille. Dann hörte ich jemanden, den ich glaube Logan, rufen, ein Hoch auf Max, und alle klatschten und jubelten. Oh, taktlos, ey, hier geht's doch gerade um Kate. So surreal. Leute, die mich sonst ignorierten oder scheiße behandelten, umschwärmten mich auf einmal. Das mag das Merkwürdigste sein, was mir diese Woche passiert ist. Das brachte mich zu der Frage, ob Victoria zusah und was sie bei all dem fühlte. Ich wollte sie beinahe finden, nur um ihr Gesicht zu sagen, dass sie für Kates Suizidversuch verantwortlich ist. Sie ist die Schlimmste, aber nicht die einzige Verantwortliche. Nathan Prescott schien verschwunden zu sein. Vermutlich besser so. Danach musste ich noch mit der Polizei reden und eine Aussage machen. Sehr merkwürdig, nachdem man es in fast jeder Detektivshow gesehen hat. Ich musste lügen wie gedruckt, als es um meine Mitschüler ging, denn ich glaube da nicht, dass die Polizei je rausbekommt, was wirklich gelaufen ist. Ja, das sieht nach einem Job für Supermax aus. Sicher, klar mag ich es, wenn Chloe mich so nennt, obwohl Kate zur Umkehr zu bewegen mir kein heldenhaftes Gefühl verleiht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich fühle nichts als Dankbarkeit dafür, dass Kate nicht gesprungen ist. Es war schon bizarr, als uns die Schüler und Lehrer Kate und mich umringten und uns auf der Schultern und Rücken klopfen, als seien wir Helden. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Immerhin wäre Kate gerade fast vom Dach gesprungen, wegen dieser Leute. Aber wie gesagt, ich kann nicht alle beschuldigen. Ich wüsste auch gar nicht, auf wen ich zuerst zeigen sollte. Das Allerbeste war, dass Kate trotz ihrer Tränen und Verwirrung lächelte, als ihr klar wurde, wie froh alle waren, sie lebendig zu sehen. Ich lächelte auch. Polizei und Sanitäter schnappten sich Kate, legten ihr sanft eine Decke um und eskortierten sie zum Krankenwagen. Sie dankten mir nicht und sahen mich auch nicht wie eine Heldin an. Ich schätze, sie sind es gewohnt, ohne Applaus Menschen zu retten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es war cool. Als umarme einen die ganze Schule. Vielleicht ist Blackwell doch nicht so schlimm. Wenn sowas erst dafür passieren muss, dann sage ich doch, dass Blackwell schlimm ist. Kate lebt, und obwohl ich nicht den ganzen Ruhm für mich beanspruchen will, musste Direktor Wells mich auch noch ausquetschen. Es war surreal, in einem schäbigen Büro mit Nathan, David und Jefferson über den Grund für Kates Selbstmordversuch zu reden. Ich war innerlich aufgedreht und sah immer wieder vor mir, wie Kate auf mich zuging, mit einem Hoffnungsschimmer in ihren Augen. Ein Teil von mir wollte Nathans selbstgefälliges Gesicht auf den Schreibtisch knallen, da ich wusste, er war verantwortlich. Danach könnte ich einfach zurückspulen. Aber ich wüsste, das würde zu einer schlechten, gefährlichen Gewohnheit werden. Zum Glück traf Wells die Entscheidung, Nathan zu suspendieren, nachdem ich von den Ereignissen im Klo berichtet hatte. Er muss noch mehr über ihn wissen, sonst würde das wohl keinem Prescott passieren. Ein wenig Gerechtigkeit für Kate. Davon würde es noch mehr geben, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
was es gut sein könnte, wenn ich nicht vorsichtig bin. Mädel. Nach der Befragung des Direktors saß ich mit Varen auf dem Rasen, um das Gras unter mir fühlen und die Wolken beobachten zu können. Er ist so lieb und sagte mir, wie stolz er ist, dass ich Kate vom Springen abgehalten habe. Ich glaube nicht, dass ich das tat, aber ich ziehe es vor, wie eine Heldin statt wie einen Loser behandelt zu werden. Ich sagte Varen trotzdem, dass etwas Ominöses in Blackwell vorgeht. Rachel, Amber, Chloe und jetzt auch Kate waren alle Opfer. Mich eingeschlossen, wenn ich weiter Detektiv spiele. Ich hätte ihm gern von meiner Kraft erzählt, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt, als ob es den richtigen Zeitpunkt noch gäbe. Und um den Tag auch möglichst surreal enden zu lassen, wurde es dunkel und am Himmel war ein komplett unangekündigtes Sonnenfinsternis zu sehen. Was ist bloß los in Acadia Bay? Das ist halt wirklich nicht normal. Normalerweise kann man das halt Monate vorhersehen, weil Planeten sich in einer gewissen Bahn halt bewegen, ne? Liebes Tagebuch, ich kann die Zeit zurückdrehen und versuchte auf dem Dach den Selbstmord einer Freundin sowie die mögliche Zerstörung meiner Heimatstadt zu verhindern. Ich bin am Tisch eingeschlafen und streckte beim Aufwachen die Hand aus, um zurückzuspulen oder nach Kate zu greifen. Ich weiß noch, wie es in meinem Tagebuch darum ging, welcher Anime-Charakter ich sein wollte. Oder meine Träume, eine respektierte Fotografin zu sein. Oder was Chloe und ich später mal tun würden. Immerhin wissen wir, wie gut es gelaufen ist. Chloe ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Also spiele ich, was würde Chloe tun? Das heißt, ich ignoriere meine Hausaufgaben, um Kate Marsh, Rachel Amber und die angesehenen Prescott zu recherchieren. Es wäre zu einfach, wenn sie alle miteinander verbunden wären. Mittlerweile glaube ich, dass ganze Acadia Bay damit in Verbindung steht. Ich kann schon den Titel für National Geographic sehen. Mystisch, wissenschaftlich oder apokalyptisch, der Tornado von Acadia Bay. Schauder. Apropos Angst, ich denke immer noch an Kate und die Traurigkeit in ihren Augen. Ich bin so dankbar, dass sie lebt. Es freut mich, sie zu sehen, wie die Schüler ihre Unterstützung mit Geschenken und Blumen zeigen. Endlich. Nathans Suspendierung ist eine Erleichterung. Oh, scheint, als hätten wir echt was Gutes da getan. Es ist gut, ihn eine Weile nicht auf dem Campus zu haben. Wen scherzt, wie viele Anwälte die Prescotts mir auf den Hals hetzen. Bitte, ich bezweifle, dass ihnen die Publicity gefallen würde. Und ihre Tentakel erreichten den Rest Oregons nicht. Noch nicht jedenfalls. Chloe, ganz sie selbst, verlangte, dass ich mich rausschleiche und sie mitten in der Nacht treffe. Ich wusste, Chloe würde den Campus untersuchen wollen, nach dem, was mit Kate passiert ist. Das lässt Chloe nur verzweifelter danach forschen, was mit Rachel geschah, wenn überhaupt irgendwas passiert. Es ist komisch, dass ich, obwohl ich im Falle von Ärger zurückspulen kann, jetzt mehr Ärger habe als je zuvor. Wenn dies eine Episode von Twilight Zone wäre, würde mich eine ironische Wendung erwarten. Wie so weit zurückspulen, dass ich nicht mehr existiere. Werde ich diese Fähigkeit mein Leben lang haben? Sind Tornado, Schnee und Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder Prophezeiungen? Ist es ein Fluch oder ein Segen? Chloe ist lebendig und bei mir, und das muss ein Wunder sein. Was heißt, es muss einen Weg geben, zu verhindern, dass meine Visionen Wahrheit werden. Ja, ich ignorierte die Sperrstunde, um mich mit Chloe zu treffen. Sie meinte, sie wolle mir etwas zeigen. Die Zeit für etwas Detektivarbeit ist gekommen. Auftritt des der Blackwell Ninjas. Als ich mich durch die Flure schlich, kam ich an Kates Tür vorbei und sah all die lieben Nachrichten anderer Schüler. Blöd nur, dass es den Großteil Blackwells nicht gekümmert hat, als sie das Video verbreiteten und sie mobbten. Alle interessieren sich immer zu spät. Wenigstens wird Kate sehen, dass die Leute zu ihr stehen. Endlich. Ich hoffe, ich kann sie besuchen, wenn der Sturm vorüber ist. Schlechte Wortwahl. Okay. Oh, war das viel. Oh Gott, so viele Nachrichten. Schrödingers Katze. Okay. Yo, Max, ich muss dir noch mal sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Ich würde dich gern mit einem Abendessen und einem Trip zum Planet der Affen belohnen. Kein Druck, ehrlich. Danke, Varen. Mein Umhang muss heute Nacht ruhen. Nathan wurde suspendiert. Heute ist ein guter Tag. Ich rufe dich nachher an, okay? Wann ist nachher? Komme ich jetzt zurück? Ja. Oh. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Wohl kaum. Da bist du der Einzige. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast. Und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte an. Wir lieben dich. Entschuldige, Mama. Ich rufe euch gleich an. Versprochen.
Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Maxine. Seltsam zu hören. War's das jetzt? Scheint so. Dies ist Nathans Vater. Okay. Also, zwei Warnungen. Ich glaube ja halt immer noch, dass es von Nathan ist, aber wie ich solche Spiele kenne, wird es am Ende eine Überraschung geben, ne? Irgendjemand anderes steckt dahinter, von dem wir es bisher nicht gedacht haben. Wahrscheinlich sogar jemand, mit dem wir bisher was zu tun haben. Das wäre natürlich typisch. Ich meine, so ein Spiel muss natürlich auch eine krasse Wendung haben, nicht wahr? Gucken wir uns doch mal um. Also hier sind... The most magical insects. Burn bright. At night. Kaputte Lampe. Das ist zwielichtig. Maybe Samuel should fix that lamp. Wäre nicht schlecht, du. So gruselig. Also sind hier jetzt irgendwo Glühwürmchen mit kleinen, wunderkleinen Eichhörnchen? The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Please don't destroy me. Oh, muss das klingen. Ah, da ist ein Eichhörnchen. Wow, nicht schlecht, der Sprung. Wait for me. Bin ich zu nah rangegangen? Vielleicht muss ich wieder ein bisschen aus dem Weg gehen. Das war auf jeden Fall voll süß, was das kleine Eichhörnchen da gemacht hat. Ich kann auf jeden Fall auch durch diese Tür gehen. Kommst du zurück, Eichhörnchen? Na los, komm schon. Ach, Mann, ey. Gleich, gleich. Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Gruselig. Wie immer gruselig. Herzlichen Dank auch. Kist. Nothing here. Besser so. Werkzeugkasten. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Nothing but tools. Sei doch froh. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Mir auch ein bisschen dumm, in der Öffentlichkeit was zu verstecken, was nicht normal ist. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Seidenschals? Warte mal. Seiden? I know Samuel doesn't wear ja. silky scarves. Victoria, so, oder? Who does? Wenn sonst. Ich überlege gerade, ob ich irgendjemanden kenne. Weiß ich gerade nicht. Who knew Samuel was so into runway fashion? Als wenn er das ist. Huh. Rachel hat doch auch gemodelt, ne? Oder sowas. Okay. Als wenn hier nicht mehr ist. Hallo? Muss da noch irgendwas sein? Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh, schade, ist eigentlich, wenn es nicht wiedergekommen. Schon wieder ein Foto verpasst wahrscheinlich jetzt, ne? Passiert. Feiges Ding. Tja. Okay. Können wir gehen, oder? Wie sieht's aus, Leute? So düster. Vielleicht liegt hier irgendwas, ne? Wir können das nur nicht sehen. Wie weit kann ich hier reingehen? Okay. Das war auch wieder gruselig. Alles gruselig. Einfach weitergehen. Ach, hier wird schon nichts mehr sein. Ich glaube, wir können ohne Bedenken gehen. Principal Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. I'm sitting my ass down. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Kann jemand sehen? Ich nicht. Sitzt du da vorne? Blackwell almost lost another student. Wish Kate Marsh would just skip town. Boah, ist der unsensibel. Now I deal with more pissed off entitled parents who want to blame me for their mistakes. Cheers. Wow. Das war nett. Okay, ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie ich daran vorbeikomme.
denke mal, warten bringt nichts, oder? Ich vermute irgendwie, diese Lampe ausmachen zu müssen, aber... sie duckt sich schon so. Okay, was könnte ich tun? Was passiert, wenn ich mich hier hinschleiche? Director Wells. Der guckt mich doch gerade genau an, als wenn er mich nicht sieht gerade. Hallo. Ja. Chloe. Voll unauffällig. Schwing die Hufe und zwar sofort. Max, hallo. Ich kann grad nicht. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No, mit der Tasche, no genau. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down, you saved her ass. Maybe save Blackwell. Now don't get cocky. Go on back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Das sagt mir aber bitte jemand. Okay, wir spulen die Aktion auf jeden Fall einmal zurück. Great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Natürlich, das macht Sinn. Okay, jetzt bin ich natürlich zu weit entfernt. Kann ich ein bisschen zurückschweifen einfach? Miss Coffin. Was? Der ist schon da? Great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Ja, das ist lange. So. Okay, ja, möglichst viel Zeit lassen. Ich kann das auch nicht stoppen, weißt du? Das würde es wieder dieses Schmerzen geben. I know I have a set of keys on me. Max the Ninja strikes again. Herzlichen Glückwunsch, nachdem ich ja echt viel durchgeguckt habe. Ich nutze diese Kraft einfach viel zu wenig. Wieso wohnt er überhaupt bei den Mädchenwohnheimen? Bisschen seltsam. Ich würde mich ja gern ganz viel umsehen, aber ich sehe halt auch so gut wie gar nichts. Booyah! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. Like a scary punk asshole. Es ist echt so. Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Chaos theory. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Kate? Right.
For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Nicht nur die? Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. I can still feel David's hand on my face. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Wohlauf? Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Puh, zum Glück muss ich mich jetzt nicht umgucken. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Das war ja mal mega fail. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted, like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. One more door and our work here is done. Irgendwie hat Max kein Vertrauen darauf, dass sie selber Kate gerettet hat. Oh, keine Ahnung. Haben wir Zeit? Lass mal gucken. Lass mal austesten. Boah, wie gruselig. I don't wanna go there. Sie sagt das gar nicht. Ich kann hier rumlaufen. Oh mein Gott, hast du diese Musik? Oh Leute,
Oh, nee. Warte mal. Da war was. Kates Schließfach. So glad you still have your locker, Kate. Okay, dafür bin ich ja... Oh, weg hier, alter Schwede. Hab's gehört. Mal gucken. Was gibt's denn noch so hier? Ich meine, ich kann ja schon mal gucken, ob hier irgendwo ein Speer ist oder so. Wer weiß? Ich kann nicht uns retten. Toilette. A long time ago, Nathan got smacked down. Naja, nicht so richtig, ne? Plakate. Ey, die sind voll gekritzelt, oder? Maybe Kate started a revolution. Okay. Verpass es nicht. Kipp den Vortex Club. Der Vortex Club ist kacke. Vortex kacke. Kate Marsh Power betet für Kate. Vortex Club hat Kate getötet. Ja, das ist schon echt eine Veränderung gegenüber zuvor, nicht wahr? Ansehen. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Es passiert alles auf Vortex. Partys. Trophäen. No trophy will help Blackwell's reputation now. Mhm. Da muss schon einiges Besseres vor sich gehen. Vermisstenfoto. Ein Eingang. Na gut, Chloe, wir kommen. Sekretariat? Maybe? Das, da, doch, da kann ich was ansehen. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Cool. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Akademie ist es mein Job und meine Pflicht, sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin. Aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst. Genau wie der 15,4%ige Rückgang in Campus-Kriminalität. Ich respektiere ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, sie werden diese Petition überarbeiten und die menschliche Kosten bedenken, wenn die Blackwell Akademie nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Aber doch nicht in den... Ja, dann mach das mal. Alles könnte wichtig sein. Hier. Ein Hut. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Ist das so ein typischer Jägerhut, oder nicht? Hier ist absolut nichts. Nee. Okay. Chloe. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit. Like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Aber es ist gruselig. Oh, jetzt kann man hier alles sowieso. Oh Leute, gib mir eine Pause. Ich weiß, es ist nicht viel passiert. Aber Kursula braucht jetzt eine Pause. Das war anstrengend. Ja. Viel passiert und es ist gruselig. Okay. Bis zum nächsten Part. Ihr könnt hier über mich meckern. Passiert. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüdelü, bis dann.